Das am heutigen Tage 3:1. Das Spiel haben heute 350 Zuschauer gesehen. Neben mir haben die beiden Trainer Platz genommen. Wie immer zu meiner Linken der Trainer unserer Gäste in Gonachtika am heutigen Tag. Zu meiner Rechten auch in gewohnter Art und Weise Thomas Possmann. Ich werde zuerst wie immer die beiden Trainer um ihre Stimmen zum Spiel bitten. Beginne dabei wie immer mit unseren Gästen. Professor Nachtiga, bitte deine Worte zum heutigen Spiel. Ja, ich kann es verhältnismäßig kurz machen. Die erste Feststellung ist, dass Bautzen verdient gewonnen hat, auch in dieser Höhe. Die zweite Feststellung ist, dass wir sehr, sehr gut reingekommen sind ins Spiel. Eigentlich schon nach 20 Minuten 2:0 führen müssen. Wir haben eine riesen Chance noch, gleich bevor das 1:0 für uns fällt, wo von 3 Meter der Tilo dann den Ball nicht runterkriegt. Aber kein Vorwurf. Wir haben gut reingefunden in dieses Spiel, ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann mit zunehmender Dauer dann immer mehr abgebaut. Und was kämpferisches Engagement, Robustheit und Zweikampfverhalten anbetrifft, haben wir heute hier in der zweiten Halbzeit eine kleine Lehrstunde erhalten. Wir haben prima Fußballer in unseren Reihen, wir müssen weiter daran arbeiten, wir haben eine gute, spielintelligente Mannschaft. Aber diese Robustheit und die Zweikampfhärte, da müssen wir einfach noch eine Menge zulegen. Und dann können wir auch irgendwann mal eine Spitzenmannschaft sein. Heute haben wir die Grenzen aufgezeigt bekommen in der zweiten Halbzeit. Man muss natürlich auch sagen, unabhängig davon, ob der Ball drin war oder nicht, in dieser Phase war es eine Frage der Zeit und deshalb war der Sieg auch verdient. Glückwunsch an Bautzen. Danke für die Worte. Ich gebe das Wort weiter an Thomas Hausmann. Thomas, deine Worte zum heutigen Spiel. Ja, und Küke, ja, das hätte man nicht einfangen können, ne? Wenn wir nach 8 Minuten mit dem kapitalen Fehler da in den Rückstand liegen und, wie ich schon gesagt habe, noch eine Riesenchance zulassen. Es war sehr viel Druck auf der Mannschaft, ich habe sehr viel Druck aufgebaut. Wir haben dreimal neu eingewechselt oder drei neue Spieler gebracht, wir haben das System ein bisschen geändert. Und das, was Ingo gesagt hat, das habe ich eigentlich die letzten 7 Spiele vermisst. Ne? Diese Robustheit, dieses Hingehen, wo es weh tut. Überall die Zweikämpfe führen und gewinnen wollen, auch Tore machen, konsequent zu sein. Und das, denke ich mal, haben wir heute eindrucksvoll bewiesen. Und deswegen haben wir am Ende auch gewonnen. Wir haben den Druck hochgehalten, wir konnten nachladen mit Völker und Marak, die beide da auch nochmal erfolgreich waren. Für Sebastian Mützer hat mich das gefreut, der ein sensationelles Tor gemacht hat. Und diese Art und Weise müssen die Spieler einfach an den Tag legen, damit Borussia Dortmund vorne bleibt. Das waren die letzten Spiele so ein bisschen, so Larifari. Und heute haben wir das gemacht, zu was wir in der Lage sind. Und dann können wir auch Spiele gewinnen und können wir den Rückstand eben aufholen. Natürlich haben wir auch viele, viele Fehler gemacht, das hat man gesehen. Aber am Ende war eben die Moral, dieser Wille und diese Leidenschaft entscheidend, dass wir eben, wie gesagt, hier die 3 Punkte behalten. Und ich hoffe, dass das Ergebnis viele gehört haben oder viele hören. Ja, der Präsident war nicht da, der will immer so die Spiele, so, wo viele Tore fallen. Der ist nächste Woche auch nicht da, vielleicht ist ein gutes Omen, dass wir gegen RB vielleicht eine Sensation schaffen. Aber es geht nur mit diesen Tugenden. Ne? Wir brauchen hier nicht Fußball spielen, wir müssen erstmal diese Zweikämpfe annehmen und dann, denke ich mal, haben wir nächste Woche auch wieder eine Riesenchance. Und ich hoffe, es kommen viele Leute hier nach Bautzen. Danke. Thomas, danke dir für deine Worte. Gibt es von den Pressevertretern noch Fragen an die beiden Trainer? Wenn das nicht der Fall sein sollte, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei den beiden Trainern, wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns dann wieder, wie gesagt, nächste Woche Samstag, Anschluss 13:30 zum Pokalkracher gegen RB Leipzig. Bis dahin, macht's gut.